Ich nehme jetzt mal den anderen Weg hier, der hier noch war. Ich gehe mal nach unten. Irgendwo muss es ja noch ein bisschen Kupfer geben. Weißt du, jetzt suchst du das. Ah, ich hab's. Ich hab was. Hast du, ja? Ganz, ganz eben schimmert das hier durch, ja. Reicht das für einen? Ja, doch. Ja? Dann komme ich wieder nach oben. Moment. Da bin ich wieder. So. Mal eben den Kupferbarren machen. Ah, ne, erstmal doch Kupferbarren schmieden. Ach Mist, ich glaube, das hätte gerade auch gereicht. Egal. Warum habe ich jetzt? Ach, egal. Also ich bin ein bisschen durch den Wind. Da brauche ich noch jetzt hier. So, Tiefenmesser habe ich. Tiefen und Höhen. Ach, hast du mir auch einen gegeben, oder was? Ne, ja, dieses Horst-Ding. Was ist das? Kein Fallschaden. Obwohl, das wäre vielleicht für mich gut, wenn ich gleich die, Wollte ich gerade sagen, noch nimm du Fällt mir gerade ein, so. Vielleicht finden wir oben noch eins. Von daher. Ach, ich habe noch Silberbarren. Warte, die kann ich ja eigentlich mal... Oh, das ist ein Stern, den hol ich mir mal eben. Ja. Weil ich glaube, ich brauche nur noch einen, ne? Ah, ich habe nee, drei insgesamt. Kannst du mir einen abgeben, dann kann ich mir noch einen Malerstern machen. Achso, ja klar, ich meine, ich habe drei Mana-Sterne. Achso, ja, okay. Gehen wir mal eben einen craften noch, dann habe ich noch schon einen vierten. Weil ich habe auch so einen relativ starken Zauber noch dabei. Ja. Mana-Crystal. Zack. Und habe ich einen Mana-Stern mehr. Wie viel kann man maximal haben? Boah, weiß ich gar nicht. 10? Ne, mehr, oder? Weiß ich nicht. Können die so, Leute Höhenmesser habe ich. Schreiben? Gut, dann gehen wir mal nach rechts, gehen Harpien oder wie hast du jetzt Potions schon? Nee, ne? Zwei Potions habe ich. Ja, das reicht auf jeden Fall, um eine Insel zu finden. Wir gehen jetzt kurz Höhe messen, dann gehen wir schnell wieder zurück. Ja. Können wir noch ein paar Harpien abschlachten, wenn du willst. Rennst du schon wieder vor? Ja. Nee, nee. Ich lasse aber die Türen auf. Zu gütig. Ja. Geben die alle Höhe. Ich denke mal, dass die, also Zombie meint auch, dass die alle so circa auf derselben Höhe sein. Jetzt sind wir 400 Fuß über Null. Hast du so eine kleine Anzeige da auf dem Bildschirm extra, wenn du das Item ausgewählt hast? Oder wie ist das? Ja, kannst du anziehen, das Ding. Ja. Und dann hast du links unter deinem Schwer, also unter deiner Leiste. Ah, hast, okay. Hast du dann die Tiefe stehen. Beziehungsweise die Höhe. Genau. Also über und unter Null hast du ja wohl. Ja. Und jetzt sind wir gerade 450 Fuß über Null. Was Null ist, würde mich auch mal interessieren. Ob das über der Erde ist oder unter der Erde schon. Ich kann mir vorstellen, da wo dieses zweite Gebiet anfängt, wo diese Rückwand ist mit diesen Steinen drin, weißt du? Ja. Denk mal, das ist auch Null. Weil da geht doch erst die richtige Höhlenmusik los, also diese richtige. Ja. Nicht diese freundliche, sondern die schon richtig so, oh, du stirbst gleich Musik, weißt du? Ach, die Ich bin gleich tot Musik. Genau. Es sei denn, du bist super equipped, so wie wir. Ja, aber dieses Runterfallen, das ist auf jeden Fall schon geil. Wenn ich überlege, wie oft ich davon schon gestorben bin. Ich möchte nochmal kurz die Schlucht ganz rechts betonen am Ende der Welt. Wie oft bin da wegen Fallschaden gestorben? Ach ja, genau. Insbesondere ich, weil ich habe mich ja noch dummer angestellt. Als ich habe Kupfer gefunden, soll ich, abbauen? Wenn du auch ein Höhenmesser haben willst, klar. Ja. Also wir brauchen dann 30 Erz. Ich glaube, zwei oder drei Barren haben wir noch. Wartest du auf mich oder bist du so langsam? Ne, ich warte. Nein. Ja, ja. Ich bin schon älter, Mann. Alter Sack. So. Der Terraria zockt. Aber hat er jetzt vor kurzem auch, hat er jetzt vor kurzem auch Geburtstag? Jetzt gibt es schon noch ganz viele Geburtstagsglückwünsche. Oh, schön. Und, oh nein. Danke, danke, danke. Und jetzt, ja, ich kriege jetzt auch überall gesagt, dass ich ein alter Sack bin. Aber immerhin darf ich nächstes Jahr, wenn ich dann 18 werde, zumindest 80% meiner Steam-Spiele wenigstens auch eigentlich legal haben. Ah ja, offiziell spielen, genau. Ja. Eigentlich schade, dass. Also, schade. Also, prinzipiell
wäre es eigentlich ein Riesenverlustgeschäft, aber eigentlich müssten sie es da kontrollieren, ne? Ja, eigentlich schon. So an und für sich. Ich meine, wenn er dann gefragt wird nach dem Alter, wenn du auf die Shop-Seite gehst da, da kannst du eingeben, was du willst. Das sagst du 30 und fertig, ne? Ja, ja. Ich habe als Standard ja, ich bin immer, egal wo ich mich anmelde, jetzt außer beim YouTube-Account, da habe ich mich wirklich jetzt als so alt wie ich bin angemeldet. Ja. Ich verrate das natürlich niemandem, obwohl, na gut, wenn sie jetzt zugehört haben, wissen sie, wie alt ich bin. Aber ich gebe eigentlich überall immer an, dass ich 18 oder älter bin. Einfach, dass ich halt vollen Zugriff habe auf das, was ich da habe, weißt du? Ah, auf diese ganzen tollen Seiten, was? Nö, auch bei Facebook hast du zum Beispiel in der Privatsphäre alles noch andere Einstellungen, wenn du halt unter 18 bist. Ach so, ja, okay. Und, ja. Deswegen bin ich eigentlich meistens immer mit 18 angemeldet. Ab nächstes Jahr muss ich mir da eher keine Sorgen mehr drüber machen. Ja gut, dann passt das ja, ne? So, Himmelsinsel habe ich. Ich bin auch gleich da. Ich habe jetzt gerade nur wieder länger gebraucht, weil ich mich wegen Reden konzentrieren musste. So, ich bin aus der Corruption raus. Das heißt, ich müsste gleich da sein. Also 800 Fuß ist sie knapp. Hoch oder was? Ja. Deswegen bin ich jetzt mitgekommen. So. Na warte, wir killen noch ein paar Harpien. Bin auf dem Weg nach oben. Na toll, die hatte natürlich keine Feder. Wie auch immer eine Harpie es schaffen kann, keine Feder zu haben, aber... Ja. Ich will mich nicht schon wieder aufregen, ne? Und wenn da nur eine, oder was? Moment, ich nehm Pfeil und Bogen. Oh, ich hab da auch noch schöne Sachen, ne? Was ist denn hier mit? Macht da viel Schaden? Oh, das kannst du mal ausprobieren, warte. Nicht wirklich. Ne. Aber ist witzig. Wie sie keine Federn droppen, ne? Hier liegen die ganzen Arme und die Flügel. Boah, war ein Crit. War ein Crit? Ein Critical Hit? Ja. 60 Schaden. Uiuiuiuiui. Übertreibt man nicht. Voll Imba, ey. Imba. Ey, das ist auch so ein Begriff. Ich glaube, mit dem werde ich mich nie anfreunden können. Was für. Der schießt mir jetzt die Unholy Arrows? Ja, ne? Ja. Ach ja, wolltest du die mal haben? Ich habe ein paar aufgesammelt gerade. Ja, auf jeden Fall. Ich benutze eh Pfeil und Bogen. Ach hier. Ich habe nur 106 aufgesammelt. Sehr und, schön. Und flammende und sehr normale. Schön. Sehr schön. Bap, 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 bap. Mal, jetzt hat keiner mehr. Vielleicht müssen wir die im Nahkampf töten. Ja, ich zuck mal. Ups, ich zuck mal mein Lichtschwert. Oh, meins. Nö. Ruhig mal das Blaue, das liegt eh in der Tonne da zu Hause rum in irgendeiner Kiste. Na stimmt, das Lichtschwert ist eigentlich cooler. Ey, kommt jetzt keiner mehr? Was ist denn hier los? Die haben keinen Bock mehr auf uns, glaube ich. Gut, dann kann ich ja mal kurz gucken, ob ich weitere Aimladi-Fanboys habe. Ah, da kommen wir zwei. Oh, warte, okay, dann gucke ich später. Nein, das habe ich auch. Warum werfe ich meine ganzen Items weg immer? Warum? So, hat das jetzt mal Federn gegeben? Nö, du hast meine Kugel. Kann ich meine Kugel wieder haben? Meine Leuchtkugel? Leuchtkugel? Mit Leuchtball. Ich habe nur noch eine. Ah ja, stimmt. Zwei haben. Danke. So. Das töte ich dir mal hiermit. Oh, aber die habe ich auch. Hui! Kann man irgendwie schwingen, ne? Ja, aber ich habe den ganzen. Oh, guck mal, da sind sie. Ich habe den Dreh, was das angeht, aber. Nein! Nein! Oh! Jetzt geht er dir ab, jetzt kommen drei Stück. Ich komme jetzt nicht nochmal, das ist mir zu blöd. Ich warte jetzt hier auf dich. Ich renne jetzt nicht nochmal durch die ganze halbe Welt, ey. Droppen die mal überhaupt Federn, ey? Die beschießen mich mit drei Stück, aber droppen keine. So. Ach ja, guck mal, ich wollte im Let's Play nochmal was anschauen. Ah, nein, der Baum benutzt sich wieder den Spiegel. Oh, ich tue den jetzt echt in mein Equip unten rein, nicht oben in die Leiste. Ich glaube, den hast du schon 30 Mal benutzt. Und es ist zum Kotzen. Oh, naja. Nee, ich hatte eine Idee.
Auch wenn wir das jetzt, wenn wir das machen würden, verschieben müssten, weil wir auf eine neue Map wechseln würden. Ach so, ja. Aber ich hatte mal so eine Idee. Man kann ja super in Terraria PvP machen, ne? Warum? Man könnte doch eigentlich mal so eine Arena bauen oder mehrere Arenen mit verschiedenen Themen. Eine vielleicht mit Lava, eine mit Fallen oder sowas. Man kann ja auch in Terraria viel bauen. Ach so, ja. Dass man halt mal so Arenen baut und vielleicht einfach mal als Special irgendwann mal, vielleicht zur 100. Folge oder so, mal so ein PvP-Wettkampf macht, dass man sich echt mal vielleicht ein paar Leute sucht, dass wir den Zombie einladen und ein paar andere Let's Player vielleicht. Ach so, und ja. Vielleicht auch anderen Abonnenten. Und dann vielleicht eine Art, wie so ein Wettbewerb aufbauen. Du kennst ja diese, so, das ist halt immer ein gegen einen und dann kommt dann immer die nächste Runde und dann irgendwie so mit 3-4 Runden oder sowas. Ach so, ja. So ein Wettbewerb, das wir über 5-6 Folgen verteilen oder sowas. Das wäre auch mal geil. Ich finde das doch mal eine Idee und natürlich würden wir halt auch das komplette Zeug für die Arena selbst finden, abbauen, bla bla bla. Und bauen. Ja? Und dann halt auch bauen. Man kann ja halt so mehrere Arenen bauen für, was weiß ich, 4 verschiedene Arenen für 4 verschiedene Runden oder so, mhm. Sag ich jetzt mal. Und bitte noch nicht schreiben, wir sagen dann nochmal genau Bescheid. Es war jetzt auch nur so eine Idee. Also, ja. Es ist jetzt hier nichts Festes. Ich habe das letztes nur mal so überlegt und dachte, wenn es mal langweilig wird, kommt man es doch eigentlich machen. Ja, könnte man dann machen, genau. Wir müssen ja, ich meine, es ist ja gut, es, Großteil des Spiels besteht hier nun irgendwie aus Rumlaufen, Erkunden und alles. Aber man kann doch eigentlich immer was richtig Geiles bauen. Und ich glaube, sowas gab es in dem Sinne auch noch nicht im Let's Play irgendwie. Bei irgendwem. Nee, zumindest noch nicht bei Terraria, ne? Nee, ich glaube nicht. Es könnte bestimmt ziemlich interessant werden. Man hatte ja auch so viele Waffen. Das ist da kann man ja irgendwie dann gucken, dass man halt vor jedem Kampf, dass wir uns so 3 Waffensets überlegen, die dann irgendwie so gleich, also so ausgeglichen sind, ne? Ach ja, genau, Rüstung. Und, genau, ne? Oder dass man halt, oder irgendwie, man müsste sich ein bisschen was ausdenken, oder dass man halt durch Gewinn von Wettkämpfen, also man könnte das so ausbreiten prinzipiell, dass man halt wirklich echt so auch sagen kann, wenn du das gewinnst, kriegst du halt das und das Rüstungsteil oder die, ja. Die Waffe. Man könnte das so krass ausweiten, aber vielleicht könnte man sich ja einfach mal sowas überlegen. Ne, gibt nur Ehre. Ja, oder nee, vielleicht, ja Gott, was weiß ich, man kann sich bestimmt irgendeinen kleinen Preis von Gewinn ausdenken, ist ja scheißegal. Irgendwas finden würde man sicherlich. Ich fände die Idee witzig, man könnte es bestimmt mal machen. Und wir beide dann so die Kommentatoren. Ja. Und die in der Mitte stehen und ansagen. Genau, oder die Fallen bedienen, ich weiß nicht. Ich überlege gerade, was man so auch an Fallen einbauen könnte. Ja, diese Stacheln haben wir ja auch, oder? Ja, ja, die kann man ja im Dungeon nochmal abbauen gehen dann. Das würde man alles dann so machen, oder dass man halt wirklich sagt, oder dass man halt wirklich irgendwie, dass wir vielleicht auch so eine Art Fallen einbauen, dass es ich, dass wir zum Beispiel nach einer Minute Kampf, wenn dann halt noch nicht tot sind, dass wir halt so ein paar Bomben reinwerfen, ja. Oder sowas noch. Irgendwie so, man kann da ja echt viel machen. Wir beschießen die von außen. Ja, genau, dass man dann wirklich so feste Position hat und man immer in die gleiche Richtung schießt, so als so Pfeil-Dispenser. Als menschlicher Pfeil-Dispenser. Ach ja, das möchte ich mal. Papa, wenn ich groß bin, möchte ich menschlicher Pfeil-Dispenser werden. Für Terraria. Nee, aber einfach so, mir kam die Idee letztes Mal. Ich glaube, das könnte witzig werden. Also eine Feder wollte ich noch holen hier. Ja, ja. Hast du überhaupt schon eine gekriegt? Jetzt 3 Stück habe ich. Gut, das ist ja erfreulich. Nur Blödes, anstatt einen Trank hat er irgendwas anderes getrunken und mich nur 10 geheilt. Hat sich natürlich richtig gelohnt. Oh, jetzt kommt die Harpie. Komm, gib's mir. Ja, obwohl wir jetzt nur noch 4, 5 Tränke machen können, dann können wir auch beide fliegen. Ja, klar. Da muss ich mir nicht umständlich...